Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil über die Bestückmaschine und den ganzen Prozess. Ich habe euch angelogen, ich habe gesagt, ich zeige euch jetzt den Reflow-Ofen. Das ist nicht so ganz korrekt, weil der steht noch hier, wie man sehen kann. Es fehlt noch der Tisch drunter, den kriege ich erst, deswegen den erkläre ich euch dann, wenn ich den Tisch habe. Wir beginnen also logischerweise, praktischerweise ganz, ganz vorne in unserem Prozess. Wir haben die Platinen vom Hersteller gekriegt, wir müssen die Platinen löten. Wir brauchen also irgendwie eine Lötpaste, die wir auf die Platine draufkriegen. In der Regel wird es gerakelt, man hat also eine Pastenschablone, wo Löcher sind, wo die Pads sind und dann tut man mit einer Spachtel über diese Schablone die Lötpaste drüber, hebt die Schablone ab und dann bleibt die Paste auf der Platine. Dazu aber ein eigenes Video, wie das dann funktioniert. Es gibt verschiedene Arten von Schablonen. Ich habe standardmäßig bisher eigentlich immer diese Art von Schablonen gehabt. Die sind einfach, ja, lose, eine einzelne lose Schablone. Es gibt noch eine weitere Art von Schablonen, die sieht dann zum Beispiel so aus. Die werden komplett auf dem Alurahmen drauf, diese Schablonen. Und diese Art von Schablonen sind eigentlich die gängigsten, also die man am besten handeln kann. Und ich habe dafür jetzt einen Halter gekauft, oder wie man das Teil nennen kann. Und das bauen wir jetzt einfach mal zusammen. Der Halter sieht folgendermaßen aus. Man hat auf der Unterseite, also es ist unglaublich schwer. Also diese Chinesen, die bauen wirklich krass schweres Zeug. Man kann hier fein justieren, vor und zurück das Ganze, hier seitlich justieren. Man hat hier irgendwelche, also das ist eine massive, ja, 1,5 cm dicke Aluplatte mit abwechselnd Gewinden und Passstiften, also Passlöchern drin. Wie passgenau die sind, geschenkt. Man hat hier hinten dann irgendwie, das müssen wir jetzt einfach mal zusammenbauen, wir schauen mal, ob wir das hinkriegen. Man hat hier hinten irgendwie so einen Halter, den man dann schwenken kann. Da kommt dieser Rahmen rein, das testen wir dann auch gleich. Dieser Halter hängt irgendwie an diesen Teilen dran, also das kommt irgendwie hier rein. Also es ist richtig massiv, was die hier geliefert haben. Richtig krass massiv. Das sind mal mindestens 16er, hätte ich gesagt. M18, M20, M20 sind es sogar, da lassen sie sich nicht lumpen. M20 Gewindestangen, hier sind Alu-Stangen drin, die kommen hier vorne irgendwo drauf und hier hinten. Es gibt eine wundervolle Anleitung dazu, deswegen mache ich auch das Video, falls andere Leute vorhaben, das Ding aufzubauen. Sie ist komplett in Chinesisch, ich kann nichts davon lesen, absolut nichts, es sind wirklich nur chinesische Zeichen. Aber es ist zumindest grob ein Bild drauf, wo man sieht, wie das Ding irgendwann mal vielleicht aussehen sollte. Und nach dem Bild baue ich das jetzt einfach mal zusammen. Wir haben hier vorne und hinten diese Schienen drauf. Die ist hier einmal komplett hinten bündig. Da liegt, glaube ich, dann der Pastenrahmen auf. Und hier ist sie einmal nicht ganz so weit hinten, so wie es ausschaut, also hier in etwa. Es ist praktischerweise ein kompletter Inbussatz dabei. Das freut mich. Ich habe mir überlegt, was ich da wohl für Werkzeug brauche. Es ist eine kleine, ich weiß es nicht, Spachtel mit dem Holzgriff dabei. Hier sind ein paar Schrauben. Das hier ist ein Gegengewicht, das kommt hinten drauf, das den Rahmen ausgleichen soll, dass man den nicht immer mit dieser extremen Wucht hochheben muss. Eine Beilagscheibe. Und es sind hier so Abstandshalter und so weiter drin. Die kommen dann hier rein und da liegt dann die Platine auf. Also die packt man quasi unter die Platine rein, passend, dass wenn man die Platine rakelt, dass da die Dinger nicht, dass die Platine nicht durchbiegt einfach. Ne? Einmal diese Teile und einmal irgendwelche Passstifte, ganz viele kleine Stifte und so weiter. Also da auf jeden Fall ein schönes kleines Sortiment mit ganz vielen so Stiften und so. Ja, das war's, oder wie? Ja, sieht so aus. Hier liegt noch eine Schraube lose drin. Gucken wir mal, was in dem Säckchen drin ist. Und dann fangen wir mal hinten an, hätte ich gesagt. Das Teil kommt genau
andersrum rein. Das wird hier ein Stück reingeschraubt und dann hier oben mit der Mutter gekontert. Dass das einigermaßen gut ausschaut, nehmen wir ein Maßband. 24 cm. Nur damit ihr mal einen groben Maß kriegt von dem Ganzen. Länge ca. 55, Breite ca. 38. Höhe eben jetzt hier mit dem Teil hätten wir 35, damit ihr ein Gefühl für die Größe kriegt, was das hier eigentlich ist. Dann machen wir die Höhe gleichbleibend. Wir haben hier 24. 24. Dann sieht es schön aus. So, dann gibt es hier Schutzkappen für die Gwinde, also die haben schon mitgedacht. Also das finde ich jetzt zum Beispiel richtig cool, dass es eine Schutzkappe für diese Gewindestangen gibt. Und dann gibt es hier diese Stange, die das Gegengewicht hält. Schieben wir hier einfach auf. Das kann man dann fein justieren. Das hebt uns den Rahmen automatisch wieder hoch. Wir halten den fest, ziehen den nach unten und das Teil schiebt uns den Rahmen wieder hoch. Man könnte natürlich noch eine Unterlegscheibe beilegen, muss man aber natürlich auch nicht. So, wie könnte jetzt das Ding hier funktionieren? Wenn ich das richtig sehe, haben die Teile hier 45 Grad drin und dann werden die mit diesen Rändelschrauben irgendwie beliebig festgeschraubt. Die stimmt überein. Man hat also diese Stifte als Unterlage. Ich kann also jetzt die Platine nehmen, lege mal hier die Stifte rein. Und habe weiterhin jetzt noch die Möglichkeit, hier Stifte einzufügen. Und das sind jetzt diese kleinen Stifte. Da sind jeweils 4 Stück dabei. Und das ist jetzt raffiniert und das muss ich auf jeden Fall noch anpassen. Dass die auch durchrutschen. Diese Stifte rutschen durch. Die haben hier eine... die haben hier unten eine Madenschraube drin. Es sind schon Füchse, es sind definitiv Füchse, also man kann da nichts sagen gegen die. Hier unten befindet sich eine Madenschraube, warum passt jetzt der Imbus da nicht rein? Jetzt. Mit der kann man hier ganz fein die Höhe justieren, damit dieser Stift nur eben entsprechend eine Höhe X rausguckt. Und hier seitlich, ich brauche jetzt einen kleinen Imbus, könnte man den Stift sogar fixieren. Also das haut mich gerade echt vom Hocker. Ich habe sowas noch nie gehabt. Und ich finde das gerade echt super, weil man ist super flexibel. Man stellt die Platine dann irgendwie ein, wie man es gerne hätte. Also man muss schon grob so hinmachen, dass es mit der Schablone dann zusammenpasst. Aber man ist echt mega flexibel. Und am Ende stellt man hier fein ein. Das verschiebt sich jetzt in diese Richtung. Am Ende kann man hier fein justieren, wenn die Schablone ein bisschen abweichen würde oder so, wie dann das genau drauf liegt. Man spannt die Schablone hier ein, das machen wir jetzt auch gleich mal, um das zu probieren. Jetzt verstehe ich, wie das Ding hier funktioniert. Okay, die haben hier Kreuzschrauben drin, mit denen hier diese Deckel gehalten werden. Und der, das ist dieser Flachschlitz, dieser Kreuzschrauben-Senkkopf, der hier rausgefallen ist. Okay, die werde ich mit einem Tropfen Schraubensicherung reinkleben, damit die auch auf jeden Fall drin bleiben. Weil das muss ja nie wieder auseinander. Sage ich jetzt, ne? So, man legt also die Platine ein. Sollte es hier hinten noch zuschrauben. Dann rakelt man drüber, damit die Platine Lötpaste drüber hat. Also es liegt wirklich hier auf. Man muss das dann jetzt hinten noch fein justieren, dass es auch hinten aufliegt. Dann hat man quasi die Schablone auf diesen zwei großen Profilen hier aufliegen. Und das Ganze kann man dann noch so fein justieren, dass es quasi so gut wie von alleine aufgeht. Da muss ich mich dann noch spielen. Ich werde auf jeden Fall ein Video darüber machen, wie das funktioniert. Ich bin jetzt schon wirklich begeistert und ich freue mich aufs nächste Video. Wir nehmen jetzt ein bisschen die Bestückmaschine in Betrieb, denke ich mal, bis der Tisch vom Rieflerofen da ist. Bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut ein Abo rein, damit ihr keine Serie verpasst von dieser geilen Bestückmaschinen-Platinen-Serie. Bis zum nächsten Mal. Ciao!